Ach ja, hallo Leute, hier ist wieder Sonos der Zorro mit Let's Play Kirby's Adventure. Und das ist nachkommentiert, kann ich jetzt schon mal sagen. Wir sind immer noch High Jump Kirby. Und ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt dieses ganze Geschehen nochmal zu labern, weil das habe ich gerade eben schon gemacht. Und ja, dieses Nachkommentieren hat dann nicht funktioniert. Wenn das ja auch nicht funktioniert, davon gehe ich allerdings nicht aus. Dann, weil ich es anders mache und so hat es bis jetzt immer funktioniert. Ich wollte nur mal kurz Outer City testen. Das hat dann noch nicht ganz so gut gedacht. Ja. Dann wäre es scheiße. Aber es ist ja nicht scheiße, weil es wird jetzt funktionieren. Und ich finde, ich könnte eigentlich mal wieder irgendwie was vorlesen oder so, wie ich schon mal gemacht habe. In irgendeinem Star Wars Teil von mir. Star Wars sollte ich vielleicht langsam mal fortführen, das Projekt. Dauert ja schon ziemlich lang, diese Pause. Und die Heizung ist abgeschaltet. Nee, sie ist an. Aber wieso ist es trotzdem so kalt? Das finde ich merkwürdig. Hat jemand... Ah, meine Tür ist nicht geschlossen. Moment. Das mache ich dann mal eben. So, die Tür ist wieder da. Und ich habe übrigens immer noch kein Internet. Deswegen vertreibe ich mir meine Zeit mit Let's Playen. Ist quasi, wenn ich was am Computer mache, ist es entweder irgendwelche Videos gucken, um Zeit zu vertreiben. Und um mich zu unterhalten, natürlich. Oder zu Let's Playen, um mit Zeit zu vertreiben, ja genau. Um mich auch ein wenig zu unterhalten, durch mich selber irgendwie. Oder, eine Jacke. Die ziehe ich am besten mal an. Das wäre irgendwie besser. Oder einfach Skype mit meiner Freundin und so. Das ist dann auch schön. Das ist dann nur zum Unterhalten und nicht um die Zeit zu vertreiben. Weil es ist viel zu schön, um sich damit die Zeit zu vertreiben. Ja. Und jetzt mache ich nochmal den Safe State Laden übrigens, um diese ultimative Glowgeist-Fähigkeit zu aktivieren. Aber im Grunde ist es auch nur Licht. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Dachte ich mir, glaube ich, auch. Aber ich wollte es trotzdem mal testen. Ausprobieren war ja immer meine Stärke. Ob das eine Stärke ist, frage ich mich zwar gerade. Aber egal. Ja. Was soll ich denn jetzt hier machen? Übrigens, es sind drei Parts, die nachkommentiert werden müssen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass es relativ langweilig wird. Und das, ja, mal gucken. One Piece Strong World Band 1. Das Prolog brauche ich nicht lesen. Ich lese mal ab da, oder? Ne, gut, machen wir meinetwegen. Prolog. Lesestunde Teil 1 wird dieser Part heißen, wenn ich mich dran erinnere, das sagen wollte, also den Part so nennen wollte. Meistens vergesse ich es ja oder nenne ihn anders, obwohl ich es weiß. Naja. Oh, ein Level ist geschafft. Ja, so komische Sirenen. Er ist verrückt. Ich kenne nur einen Mann, der sowas fertig bringt. Schweb, schweb, schweb. Donner. Donner, Donner, Gür, Gür, Donner, Trappel, Trappel, Trapp, Trapp, Donner, 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 Wumm, Schweb, Schweb, Schweb. Ein Überlebender aus der Ära des Piratenkönigs Goldie Roger. Wo hat er sich bloß die ganzen Jahre über versteckt? 20 Jahre hat er gesagt, verdammt. Der Mann, der von Roger besiegt und gefangen genommen wurde, und er kam, indem er sich beide Beine abhackte, um seine Fußfesseln abstreifen zu können. Der goldene Löwe Shiki. Dies ist eine Warnung. Zap. Stopp. Drängel, 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 zack. Wurm. Prassel, Prassel, Prassel. Guo. Oh. Platsch. Krawum, Wom. Ausrufezeichen. Donks. Bonk. Platsch. Passt das eigentlich zu dem Kirby? Ich weiß es nicht. Uah. Flup. Flup, flup, flup. Feuer, schieß! Ach nö, das war diese Scheiße. Also meine ich jetzt gerade bezogen aufs Spiel. Da muss ich jetzt nochmal diesen ganzen dämlichen Weg nochmal laufen. Nur weil ich keine Energie hatte. Wom, wom. Wom, wom. Oh! Hätte er nicht einfach so Legende werden können, kommt er nun zurück, um sich an der Welt zu rächen. Jeha! Ach nein. Ha, ha, ha. Ich dachte schon, es wäre irgendwie über den Kopf da jetzt zugekommen. Das wäre irgendwie komisch. Gick, gick, pitch, pitch, kra, kra, raschel. Kri, ha, raschel. Ha, raschel. Ha, raschel. Ha. Sehr schön, Ruffy. Raschel, ha. Warum? Bon.
Und nochmal diesen ganzen dämlichen Weg, aber nur diesmal habe ich den Selbsttest geladen. Also, Gum Gum, Ballon. Ach ja, vorher habe ich einen Grins überlesen. Boff. Hui, do, trappel, trappel. Do, 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 trappel, trappel, do, do, do. Uba, ue, ua, grabsch, zisch, ia, hab, zack, zisch, habs, zack, zisch, ua. Ja, Manga ist sehr, sehr informativ. Und wirklich sehr hohe Literatur. Kravum, zwurp, grr. Duf, 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 duf. Do 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 do. Uah! Wirbel, stopp. Bom, do 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 do. Erx. Wirbel, do 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 do. Trappel, 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 Schreck. Stomp. Wusch. Was zum? Trappel, trappel. Zubak. Uah! Ufa, watch. Cola, cola. Raps. Swutsch, do 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 do. Zubak. Zubak, zubak. Cooles Klingengeräusch. Klack, 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 klack. Swoosh. Dumm. Donks. Nein, das ist mir jetzt hier zu hohl. Ich verblöde noch, wenn ich das weiterlese. Obwohl man durch One Piece oder Mangas an sich lesen nicht verblödet. Aber wenn man das vorliest, dann kann das schon sehr verdummend wirken, eventuell. Also, ich meine, Swash und so, ne? Und Ua! Und vor allem wurde kein Wort gesagt. Doch von Ruffy, was zum? Mehr aber nicht, oder? Und Gum Gum Ballon. Das auch. Ja, wo war ich denn jetzt hier überhaupt mit Kirby? Ach genau, bei diesem komischen Affen. Genau, ich wollte erstmal ein super Dingens aktivieren und dann, ach ja. Das war das. Genau, ich habe versucht, über ihn drüber zu springen gleich. Ach nö, das war diese Kacke, ja. Ich erinnere mich. Ach, der Typ hat gar nicht so viel Energie. Fällt mir gerade auf. Ich dachte immer, der hätte mehr Energie gehabt. Und Chuck. Ja, gleich ist er auch weg, der Typi. Ah Mist. Aber jetzt schießt er noch seine coolen Dingens. Ach man, das wurde auch nicht. Aber langsam hatte ich, glaube ich, dann das Angriffsmuster dieses Typen durchschaut und habe ihn dann weggesprengt. Und besser als nichts gibt es ja auch was, nämlich Hammer Kirby. Ah gut, da hatte ich sogar ein Safe State gemacht. Ich dachte schon, es wäre da wieder so ein Fail gewesen. Ich leg mich viel zu oft mit Gegnern an und das wird mir nochmal mehrfach zum Verhängnis werden in den nächsten Parts bestimmt, oder? Ich glaube, so war es. Also nicht so schrecklich, aber es ist schon ein bisschen doof, weil ich öfters dadurch dann sterbe. Oder eigentlich wurde es in diesem Part schon häufig zum Verhängnis. Da hätte ich ein Self-State machen sollen. Ja, und dann hätte ich da auch nicht nochmal alles machen müssen. Weil da mit dem Hammer daneben schlagen und so, ne? Ah, das ist ja schlimm. Schlimm ist das alles. Das kommt davon, wenn man bei Fraps vergisst, die Audioaufnahme wieder einzustellen, nachdem man Bionicle 2 aufgenommen hat. Ja, habe ich. Und ich glaube, ich werde es auch auf irgendeinem Zweitkanal oder sowas, Drittkanal wohl eher, von mir hochladen, nämlich Inazuma mit Vieren statt A's. Ja. Da werde ich es hochladen, glaube ich. Wenn ich wieder Internet habe. Aber das dürfte dann spätestens dann sein, wenn ich dieses Video hochlade. Wobei, vorher lade ich bestimmt noch andere Videos hoch. Da muss ich ja noch zwei Parts hiervon allein. Die noch nicht heute aufgenommen wurden und deswegen nicht heute nachkommentiert werden. Sondern gar nicht nachkommentiert wurden. Und das ist doch wie auch hier wieder eine schöne Sache mit dem Rumspringen und so. Ja, Kirby hat sehr viel Spaß bei diesem Ding, das zu verwenden und deswegen habe ich ihm auch die Freude gelassen, bis ich auf den zweiten Platz gelandet bin. Ja, ja. Gan. Eggcatcher. Ich hatte übrigens mal eine Zeit lang, jetzt
klingt ein bisschen so ähnlich. Eyecatcher, falls ihr die kennt aus Anime-Serien. In Japan gibt es ja immer so Eyecatcher, die vermutlich genau dann immer kommen, schätze ich mal, wenn irgendwie so Werbung kommt oder so. Und das ist dann wahrscheinlich immer direkt in der Mitte des, der Folge und deswegen in der Mitte sind dann immer so Eyecatcher. Ja, kennt ihr? Gut. Jedenfalls, ich hatte mal eine Idee, zumindest bei Lego Rise Kingdom und so, in meinen Projekten Eyecatcher einzuführen. Bei Lego Rise Kingdom hatte ich sogar welche auf meinem Zweitkanal Lorinor 2 Zorro, also ohne Nullen und klein geschrieben. Ist halt auf dem 2, die ist ja 2, ne? Kann man schlecht klein schreiben, außer wenn man so, na egal. Da habe ich, glaube ich, auch Eyecatcher hochgeladen, so ein paar schlechte. die ich gedreht hatte mit meiner Kamera damals. Jedenfalls, das wollte ich eigentlich dann einbauen in meine Projekte, aber naja, wurde irgendwie nichts draus. Schade eigentlich. Ich mochte immer so Eyecatcher-Sachen. Und ich bin schon müde, verdammt. Warum denn ausgerechnet jetzt? Ach man. Naja. Und ich glaube, jetzt bin ich hochgeflogen und dann kam diese blöde Stelle mit den Reifen, oder? Oder kam das erst später? Nee, das könnte auch das hier sein mit dem... Oder was war das? Ach, das war das, genau. Ich erinnere mich. Das sind auch so Stellen, wo man sich dann denkt... Also da oben, normalerweise macht man dann da ja ein Safe-Stick bei solchen Sachen, ne? Bei solchen Geschichten. Oder zumindest, wenn man in den neuen Raum kommt, macht man normalerweise ein Safe-Stick. Aber was mache ich? Ich mache hier keinen Safe-Stick. Und danach mache ich den blödesten Fail, den man überhaupt machen kann, nämlich den. Natürlich ein bisschen bitter und ich glaube, es wäre viel lustiger gewesen, wenn ihr euch das angehört hättet, wenn ich nicht nachkommentieren müsste. Aber na gut, durch das Nachkommentieren seid ihr in den Genuss von, oh, das war knapp, in den Genuss von One Piece Strong World vorgelesen gekommen. Und das, ich meine, ist ja auch eine Sache, das hat nicht jeder heutzutage in seinem Let's Play. Zum Glück. Sonst würden die Menschheit noch mehr verdummen, als sie ohnehin schon dumm ist. Und jetzt kommt erstmal so ein übles Durchrennen von mir hier. Schwerttypi habe ich mir dann auch noch genommen. Bei dem ich übrigens am Anfang, als ich Strong World vorgelesen habe, dürfte es etwa gewesen sein, gemerkt habe, dass man, wenn man ihn unter Wasser einsetzt und dann dieses Sprungdingens macht, während man schwimmt, halt ultimativen Schwimmer machen kann, indem man so rumwirbelt und so, und dann ist man unbesiegbar dadurch. Voll die Kacke. Jetzt hier. Na, erstmal über alle drüber springen. Wo kommen die überhaupt her? Das fragt man sich bei solchen Spielen immer. Wo kommen die Gegner überhaupt her? Weil es sind ja irgendwie unendlich. Also bei den meisten Spielen. Bei Mario sind die da einfach so. Das ist ja noch logisch. Aber hier drin kommen die immer wieder neu und so. Ja, Kirby, bist du auch so müde wie ich? Ja, zumindest kannst du noch viel Luft einatmen.